Für viele Dinge braucht man in Österreich Genehmigungen, insbesondere für Anlagen. Und gelegentlich wird im Rahmen eines solchen Genehmigungsverfahrens auch eine Abwägung der für und wider das konkrete Projekt sprechenden Interessen vorgenommen. Die Interessenabwägung ist heute unser Thema in dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Was ist eine Interessenabwägung? Eine Interessenabwägung ist ein Konstrukt, das sich der Gesetzgeber einfallen hat lassen, das ein bisschen über ganz strenge Weiß-Schwarz-Genehmigungskriterien hinausgeht. Klassische Genehmigungskriterien im Anlagenrecht sind: die Gesundheit des Menschen darf nicht beeinträchtigt werden. Oder, wenn ich jetzt Richtung Naturschutzrecht denke, das Landschaftsbild darf nicht wesentlich oder nachteilig beeinträchtigt werden. Wenn alle diese Genehmigungskriterien vorliegen, dann habe ich grundsätzlich als Antragsteller einen Rechtsanspruch darauf, eine bestimmte Genehmigung auch zu erhalten. In vielen Gesetzen, zum Beispiel im Naturschutzrecht, in den neuen Landesnaturschutzgesetzen, aber wie wir seit dem Verfahren rund um die dritte Piste wissen, auch im Luftfahrtgesetz oder im Starkstromwegegesetz gibt es noch zusätzlich eine Interessenabwägung. Die kann entweder negativ ausgestaltet sein, nämlich wenn sonstige öffentliche Interessen quasi zusätzlich zum Vorliegen der Genehmigungskriterien der Genehmigung nicht entgegenstehen, oder, das ist im Naturschutzrecht oftmals der Fall, dass eine Sache an sich nicht genehmigungsfähig wäre, aber durch das Überwiegen der öffentlichen Interessen dann dennoch genehmigt wird. Wie führe ich eine richtige, fehlerfreie Interessenabwägung durch? Im Wesentlichen, sagt uns zumindest der Verwaltungsgerichtshof, dadurch, dass ich eine vollständige Stoffsammlung im Ermittlungsverfahren mache. Der Behörde obliegt es, sämtliche für ein konkretes Vorhaben sprechenden Gründe, öffentliche Interessen zu sammeln und auch sämtliche gegen ein bestimmtes Vorhaben sprechende Gründe. Dann wird das quasi wie in einer Waagschale einander gegenübergestellt und dort, wo die Waagschale schwerer befüllt wurde, überwiegt dann das öffentliche, meist öffentliche Interesse für oder gegen das Projekt. Dann gibt es klarerweise entweder eine Bewilligung oder auch keine Bewilligung. Ob Gerichte, so wie sich das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen des Verfahrens rund um die dritte Piste das angemaßt hat, grundsätzlich die richtige Stelle sind, diese wertende Entscheidung einer Person, einer Administrativbehörde durch eine eigene wertende Entscheidung zu ersetzen, das muss dabei dahingestellt bleiben. Es gibt viele gute Gründe, die dagegen sprechen, dass Gerichte eigene Interessenabwägungsentscheidungen treffen sollen. Aber das ist eine andere Geschichte.